Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen am Stammtisch von der Schweizer Zeit im Haus der Freiheit beim Toni Brunner in Ebnat-Kappel. Ich freue mich, Ihnen wieder interessante Diskussionen zu präsentieren. Sie wissen, am 27. September findet eine wichtige Abstimmung statt. Die Abstimmung über Begrenzungsinitiativen. Es zirkulieren schon enorm Informationen und eben auch Desinformationen. Es zirkulieren Vorwürfe, es zirkulieren dabei auch Behauptungen, wo, wer ein bisschen Bescheid weiss, sich im Klaren ist, da stimmt einiges nicht. Wir machen, nachdem die Behauptungen und die Ausführungen auch einseitig vorgetragen worden sind, heute eine Sendung, wo nur die eine Partei zum Zug kommt. Die hat die Gelegenheit, jetzt zu sagen, was wirklich das Motiv ist für die Initiative, was bezweckt wird mit dieser Initiative und was die Initiative beinhaltet. Eine kleine Gelegenheit, zu berichtigen, was da zum Teil verbreitet worden ist. Ich begrüße zu dieser Sendung, wo wir vor allem auch wirtschaftliche Fragen behandeln wollen. Zunächst einmal Frau Nationalrätin Esther Friedli. Sie ist ja da sozusagen zuhause. Und sie ist verantwortlich für die Kampagnenführung der Schweizerischen Volkspartei, der SVP. Herzlich willkommen, also eigentlich für mich, wo wir Gastfreundschaft geniessen dürfen. Guten Abend. Der Herr Martin Janssen ist ein Sachverständiger in Wirtschaft und Finanzfragen. An ihn wollen wir vor allem die Fragen stellen, die Diskussionspunkte ausbreiten, die eben wirtschaftlicher Natur sind, die Bekämpfungsargumente, die von der Wirtschaft aus kommen. Wir wollen uns auch unterhalten, von wem genau diese Vorwürfe kommen. Zunächst, Frau Nationalrätin Esther Friedli, was ist denn der Inhalt? Einfach einmal grob zusammengefasst, der Inhalt von dieser Begrenzungsinitiative. Ja, herzlichen Dank, dass ich da heute Abend darf darlegen, was wir mit dieser Begrenzungsinitiative wollen und was wir nicht wollen. Und die Initiative, die Begrenzungsinitiative, will eigentlich etwas ganz Einfaches und etwas, was für jeden souveränen Staat eigentlich von normal sein sollte, nämlich, dass die Zuwanderung in die Schweiz selber gesteuert werden kann, dass wir in der Schweiz bestimmen können, wer da unter welchem Grund leben kann. Es geht nicht darum, bei Touristen, sondern es geht darum, die längerfristig hier in der Schweiz sein, dass wir bestimmen, was die müssen mitbringen müssen. Es ist so, seit der Einführung von der freien Personenfreizügigkeit, der vollen, seit dem Jahr 2007, haben alle EU-Bürgerinnen und Bürger das Recht, in die Schweiz zu kommen. Schon in die Schweiz zu kommen, wenn sie Arbeit suchen und sich auch hier niederzulassen. Das bedeutet 500 Millionen Leute, die sich aufmachen und in der Schweiz Arbeit suchen können. Und die können eben in die Schweiz kommen, da bereits Arbeit suchen. Sie können auch nur kurz arbeiten und dann können sie von unserem ganzen Sozialsystem profitieren. Und wir sehen ja jetzt die Auswirkungen in den letzten 13 Jahren. Wir merken das jeden Tag auf der Straße, auf der Schiene, in den Sozialwerken. Und wir wollen, dass die Zuwanderung wieder selber gesteuert werden kann. Die Konsequenz davon ist, dass man das Freizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union neu verhandeln muss. Da gibt die Initiative einen klaren Auftrag im Bundesrat, dass er muss auf Brüssel gehen und das Freizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union innerhalb von 12 Monaten verhandeln. Wenn ihm das nicht gelingt, dass man da eine neue Lösung erwirken kann, dann wird das Abkommen außer Kraft gesetzt. Also, man gibt da einen klaren Auftrag. Und warum hat man das gemacht? Vielleicht noch kurz ausführen. Wir hatten ja die Masseneinwanderungsinitiative im Jahr 2014. Volk und Stände haben die angenommen. Und das Parlament hat nichts anderes gewusst, als die eigentlich nicht umsetzen. Man hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was die Initiative wollte. Und man hat gesagt, man kann mit Brüssel da nicht verhandeln. Und jetzt haben wir eigentlich das Hintertürli, das sie Bundesrat und Parlament letztes Mal ausgenutzt haben, tut mir zu, dass man eine klare Frist gibt,
Der Bundesrat hat 12 Monate Zeit, das Freizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union neu zu verhandeln. Und ich bin überzeugt, dass das gelingen wird. Herr Janssen, Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat offenbar, es ist so zitiert worden, an der Pressekonferenz gesagt, mit dieser Initiative werden die bilateralen Verträge in die Luft gesprengt. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf und wie kommt man überhaupt dazu, den Zusammenhang zu allen bilateralen Verträgen zu machen? Wie ist das Verhältnis von dieser Initiative zu den bilateralen Verträgen insgesamt, also bilateralen Verträgen mit der Europäischen Union? Die Schweiz hat ja mit der Europäischen Union, ich weiß nicht, 100, 200 verschiedene Verträge. Und ein paar von denen, ich glaube es sind 7, heissen bilaterale 1. Und in den bilateralen 1 ist die freie Zuwanderung einer von diesen Verträgen. Und die Verträge sind über sogenannte Guillotine-Klausel miteinander verknüpft. Man hat abgemacht, dass wenn eine Partei einen Vertrag außer Kraft setzt, dass die andere Partei die anderen Verträge auch außer Kraft setzen darf. Die Frage, die man sich stellen muss, was ist ein Vertrag? Ein Vertrag ist ja immer etwas, wo zwei Parteien miteinander etwas abgemacht haben, wo zum Nutzen von diesen Parteien sein sollte. Und von diesen 7 Parteien, die sind sicher insgesamt im Interesse der Schweiz gewesen, aber die sind auch im Interesse der EU gewesen. Also die 7 Verträge? Die 7 Verträge, als ihre Gesamtheit. Und er hat darunter Verträge, die eindeutig im Interesse der EU sind. Wenn man für 325 Franken mit dem Zug einen Lastwagen verschieben von Norden nach Süden, dann ist das nicht im Interesse der Schweiz. Die Schweiz tut den EU-Transport subventionieren. Das ist im Interesse der EU. Und die EU wird nie sagen, wir verzichten auf das. Die werden es wieder kommen und sagen, ja gut, wir müssen jetzt halt die freie Zuwanderung begrenzen lassen. Das ist möglich. Aber es gibt andere Interessen, die die EU sicher wird durchsetzen. Es ist interessant, ich habe ein Interview gesehen vor langer Zeit, wo Frau Merkel gefragt worden ist, was passiert, wenn die Schweiz würde die Zuwanderung begrenzen? Würden dann alle Verträge dahin fallen? Hat sie so einen Kopf gelangt, oder? Sie hat völlig recht. Das ist so im Interesse der EU. Die werden nicht auf die Verträge verzichten. Sie werden drohen und sie werden verhandeln. Der Verhandlungsprozess, der läuft schon lange. Die Drohung ist Teil dieser Verhandlung. Aber wenn es dann wirklich hart auf hart geht und die Schweiz muss halt einfach mal aufstehen und sagen, was ihre Interessen sind, dann habe ich nicht den geringsten Zweifel, dass die Verträge bestehen bleiben. Ist denn die Schweiz nicht in der Lage, haben wir jetzt schlechte Verhandler? Oder was ist der Grund, dass wir dermassen schwarz malen, wenn man von einer Seite aus sagt, wir müssen das neu aushandeln? Traut man sich nicht zu, dass man das kann, neu aushandeln? Ich glaube, das sind ganz verschiedene Gründe. Es gibt starke Gruppen in der Schweiz, die in die EU möchten. Grosse Firmen hätten gerne wären in der EU. Die internationalen Konzerne, das wäre einfacher für die, wir wären Teil der EU. Viele Politiker, Bürokraten wären gerne Teil der EU, das ist ganz klar. Und wenn man natürlich solche Leute in den Verhandlungsteams drin hat, dann ist es ein bisschen schwierig, gute Verhandlungen zu führen. Wenn man selber dort rein möchte, das ist schwierig, oder? Das ist, ich kann ein Geschlecht für, gegen die Initiative reden, wenn ich im Herzen spüre, ich bin dafür. Und das gilt für ihr natürlich analog auch. Jetzt wird ja gesagt... Darf ich noch einen Punkt anfügen? Okay. Ich glaube, in den letzten 20, 30 Jahren ist natürlich in der Schweiz sehr viel passiert. Oder? Es sind viele Leute, die in der ersten Generation in der Schweiz sind in der Schweiz, sie sind teilweise eingebürgert worden. Das sind halt im Herzen EU-Bürger, sind halt nicht mehr so stark mit der Schweiz verwurzelt. Und Haufen von diesen kleinen Sachen machen, dass die Schweiz halt ein bisschen weniger gut verhandelt, als sie müsste, ein bisschen weniger stark auftritt, als sie müsste. Jetzt wird ja insbesondere von den Wirtschaftsverbänden gesagt, die Schweiz verspielt den Zutritt zum Binnenmarkt von Europa. Also die EU hat einen Binnenmarkt geschaffen, wo es keine Zölle mehr gibt und so weiter, wo die Schweiz mit den bilateralen Verträgen damit verbunden ist zum grössten Teil. Und jetzt kommen eben vor allem Wirtschaftsverbände wie Economy Suisse und sagen, wir verspielen den Zugang zu unserem wichtigsten Absatzmarkt,
nämlich einem europäischen Binnenmarkt. Wie steht es da? Das ist aus meiner Sicht reine Angstmacherei und eigentlich Stimmungsmache gegen unsere Initiative. Das wichtigste, der wichtigste Vertrag aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob mich da der Herr Janssen auch noch ergänzen, ist eigentlich das Freihandelsabkommen, das die Schweiz mit der Europäischen Union hat von 1972, also dazumal noch von der EG, wo die Basis legt. Und dort tut man eben den Freihandel zwischen der Schweiz und der Europäischen Union festlegen. Der Vertrag ist ja überhaupt nicht jetzt weder bei den bilateralen Eis noch sonst irgendwie in Diskussion. Also mit der Guillotine? Der steht überhaupt nicht dabei. Das ist von 1972. Das ist ein eigenständiger Vertrag. Und dann sind ja sehr viele Handelsbeziehungen werden ja auch durch die WTO, die Welthandelsorganisation, festgelegt. Weil die Schweiz kann ja mit der ganzen Welt, tut ja die Schweiz handeln. Es ist ja nicht so, dass nur die Schweiz mit der Europäischen Union. Und wenn man sieht, dass in den letzten Jahren die Schweiz immer weniger in die Europäische Union exportiert hat, im Jahr 2019 sind noch 46% der Export in die Europäische Union gegangen. Also es ist immer weniger, es nimmt ab. Es wird immer weniger wichtig, die Europäische Union. Und eben, wir können ja mit der ganzen Welt Handel treiben. Aber das, was wir jetzt speziell da haben mit der Europäischen Union, dass man auch quasi den Handel mit den Leuten, dass nämlich die Bürger, EU-Bürger können direkt in die Schweiz arbeiten. Und das wollen wir nicht. Der Handel, wir sagen ja nicht, wir wollen ja mit der Europäischen Union Handel treiben, aber der Punkt vom freien Personenverkehr, der funktioniert nicht. Und ich bin überzeugt, der funktioniert vor allem nicht, weil es ja innerhalb von der Schweiz mit der Europäischen Union und auch innerhalb von der Europäischen Union sehr grosse Unterschiede gibt im Wohlstand und auch in den Löhnen. Also ein Lohn in Rumänien ist nicht gleich wie ein Lohn in Deutschland und nicht gleich wie in der Schweiz. Und durch das, dass das Wohlstandsgefälle so gross ist, gibt es ganz klar eine Sogwirkung Richtung Schweiz und das wird sich noch verstärken. Wie schätzen Sie die Bedeutung vom Freihandelsvertrag von 1972 ein? Wie schätzen Sie den Zugang zum Binnenmarkt ein und wie schätzen Sie die Gefährdung vom Zugang zum Binnenmarkt, Herr Janssen? Also zuallererst ist es ja so, dass nicht Länder miteinander Handel treiben, sondern Firmen und Privatpersonen dort miteinander handeln, weil die einen Vorteil aus dem Handel herausholen. Und die Staaten legen den Handel teilweise mit Zöllen belegen, teilweise verbieten, teilweise erschweren, teilweise erleichtern. Und wenn wir jetzt anschauen, das 72er-Abkommen, das Freizügigkeitsabkommen, auch die WTO, die tun einfach sagen, dass das, was die Leute ohnehin machen wollen, nicht erschwert werden darf, über gewisse Niveaus raus. Und wenn jetzt die bilateralen Eis fallen würden, jetzt im allerschlimmsten Fall, hat das nicht grosse Konsequenzen für die Schweiz. Es hat schon Konsequenzen, aber nicht wirklich grosse. Und ich finde, als Schweizer muss ich sagen, viel lieber tue ich selber bestimmen, als dass ich unter Druck gesetzt würde, gewisse Sachen nicht dürfen machen. Und sagen, es wird auch 3% teurer, wenn du von Deutschland importierst. Muss ich sagen, das ist mir die selbstständige Entscheidung. Viel wichtiger als die 2-3%, was dann teurer wäre. Meine Sie haben vorher gesagt, es seien insbesondere die grossen internationalen Konzerne, die auch in der Schweiz natürlich eine wesentliche Position haben in der Wirtschaft. Und die haben ja Fachleute, die haben ihre Juristen. Wissen denn die das nicht? Also, dass die WTO-Absicherung besteht, dass man nach WTO heisst, man darf nicht einen Liberalisierungsschritt, den man gemacht hat, einseitig wieder rückgängig machen und so. Das wissen doch die auch. Was sind denn eigentlich die wahren Interessen, die hinter dieser massiven Opposition der Wirtschaftsverbände gegen die Initiative stehen? Ich muss bei Frau Friedli noch mal schnell ansetzen. Oder wenn man die Welt anschaut, die Schweiz handelt mit allen Ländern, und die EU handelt mit allen Ländern. Und jetzt will die EU nur mit der Schweiz so ein Freizügigkeitsabkommen haben. Es ist ja nicht so, dass die EU den Amerikanern sagt, ihr müsst das auch. Das ist natürlich nicht so.
sondern die EU setzt Druck auf die Schweiz. Und ich finde, das hat ein paar Gründe. Ein Grund ist, wir sind mitten in dieser EU. Es stört ein bisschen, wenn man da so einen weißen Fleck hat. Der zweite Grund, wir sind bei weitem das reichste Land in der EU, in Europa drin, mitten in der EU. Und sie hätten natürlich gern, wenn die Schweiz Geld würde an die EU zahlen, wenn die EU-Bürger könnten in der Schweiz mehr arbeiten, könnten Geld heimschicken. Oder am Schluss von dem Prozess ist die Schweiz, wäre die Schweizer Land wie die EU. Würde uns gleich gut gehen wie die EU. Uns geht es nur besser, weil wir anders sind. Also das heisst, Nivellierung würde bei uns Nivellierung nach oben. Ja, ganz sicher wird das passieren. Ganz sicher wird das passieren. Also ich möchte das noch unterstreichen. Also eben, das Wohlstandsgefälle ist ja sehr unterschiedlich. Und die Schweiz, ich bin überzeugt, dass unser Wohlstand, den wir heute haben, ist hauptsächlich, also nicht nur, aber sehr stark, dass wir nicht Teil der Europäischen Union sind. Und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben natürlich auch viele Firmen, die bei uns den Sitz haben, weil wir außerhalb der Europäischen Union sind. Darum auch der Europasitz. Also wir haben auch ganz viele Vorteile, die natürlich auch, weil der Arbeitsmarkt ist anders geregelt in gewissen Teilen. Und darum denke ich, es ist wirklich ein grösster Vorteil von der Schweiz, dass man da nicht in der Europäischen Union ist. Und der Europäische Union macht schlussendlich einfach Druck, weil sie monetäre Interessen haben. Also, es war ja mal zu einem Zeitpunkt, wo, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, wo in der Schweiz mehr amerikanische Konzerne ihren Europasitz hatten als in Deutschland und Frankreich zusammen. Ist das immer noch so? Und kommt von diesen Konzernen, die müssen sich ja etwas überlegen, wie sie in die Schweiz gehen und wo außerhalb der EU ist, kommt von denen auch irgendeine Position, ein Positionsbezug, wie sie die Abstimmung anschauen, wie sie die Personenfreizügigkeit anschauen? Also ich habe bis jetzt leider einfach nur nichts gemerkt. Und ich glaube, einfach, was man schon noch mal muss sagen, warum ist denn jetzt die Economy Suisse und warum sind die so jetzt gegen unsere Initiativen? In vielen Firmen, auch grossen Firmen in der Schweiz, sind leider nicht mehr Schweizer vordran, sondern sind irgendwelche internationalen Manager, die bestimmen. Also die schätzen aus meiner Sicht gerade die starken Eigenheiten der Schweiz und das, was uns stark und gross gemacht hat, zu wenig. Und auf der anderen Seite, und da kommen wir vielleicht noch mal, warum verhandeln wir denn nicht gut? Ich glaube, es gibt sehr viele Leute bei uns in der Schweiz, eben von der Wirtschaft bis in die Verwaltung, im Parlament, die haben es lieber, wenn man ein bisschen dabei ist, wenn man mit Europa, mit Brüssel irgendwo sich da ein bisschen zeigen kann. Wir haben wirklich schlechte Verhandler und wir haben vor allem viele Verhandler, das haben wir aus dem EDA jetzt immer wieder gehört, die wollen eigentlich direkt in die Europäische Union. Und wie sollen denn die unsere Interessen vertreten in Brüssel, wenn die eigentlich etwas anderes wollen als eigentlich das Schweizer Volk? Also wenn dann die Initiative angenommen wird, ich habe mich schon bereit erklärt, dann gehen dann auch Leute von der SVP mit verhandeln. Dann hoffe ich, dann, dass der Bundesrat Ueli Maurer und Guy Parmelin schickt. Ich würde gerne schon noch etwas anfügen. Wenn man die Wirtschaft anschaut und die Interaktion der Wirtschaft mit der Politik, der ganze Lobbyismus oder die Bewilligung von Produkten, sagen wir mit der Pharma, wo man zu Swiss Medic muss gehen und ein Produkt muss, ein Medikament muss bewilligen lassen. Das sind langwierige, teure Prozesse. Und im Interesse von den ganz grossen Firmen ist natürlich nur eine so eine Zertifizierungsstelle haben. Alles über Brüssel machen, das ist viel billiger. Und jetzt muss man im Prinzip alles zertifizieren, irgendwo einmal. Ist aber nicht alles in Brüssel. Nein, ist nicht alles in Brüssel. Der ganze Haufen ist immer noch in der Schweiz. Ja, und wenn, Pharma-Sachen sind ganz in der Schweiz. Wenn jetzt die Schweiz... Andere Zertifizierungen muss man nur einmal machen, ja. In der EU oder in der Schweiz. Mhm. Pharma ist anders, darum kommt ein grosser Druck von der Pharma. Möglichst alles in Brüssel machen. Mhm. Aber bei der Zertifizierung ist es doch so, ich meine, es gibt ja für verschiedenste Ansprüche, gibt es ja verschiedenste Zertifizierungsstellen. Und wenn man zertifiziert, dann gilt es in der ganzen EU. Man muss nicht in jedem EU-Land. So. Ist das so? Ja. Ist das anders? Wäre das anders, wenn die Schweiz, wenn jetzt die Schweiz in der Personenfreizügigkeit nicht mehr dabei wäre?
Das ist auch ein Teil von den bilateralen Eis, die gemeinsame Zertifizierung. Und es gibt keinen Grund, dass die dahin fällt. Sie würde im ersten Schritt wegen dieser Guillotine-Klasse fallen. Angenommen, sie würde jetzt dahin fallen. Jawohl. Etwas, das man in der Schweiz produziert hat, das man bis jetzt, sagen wir mal, in Frankfurt hat müssen zertifizieren, könnte die Schweiz dann nicht in Frankfurt zertifizieren, wenn sie nicht Mitglied wird? Oder andere Frage, wenn die USA muss irgendwann mit in der EU zertifizieren, dann müssen sie ja nicht da sein, damit sie zertifizieren können. Sie müssen einfach neu mehr zertifizieren. Ja, ja. Meine Frage ist, ob sagen wir jetzt die Deutschen im konkreten Fall uns versuchen zu ärgern und sagen, ihr dürft nicht mehr uns zertifizieren, beim TÜV oder so. Mhm. Oder jetzt kann man ganz viel bei den TÜVs, überall kann man zertifizieren, ganz eine Haufen Sachen. Auch Sachen in der Schweiz werden vom TÜV in Deutschland zertifiziert, das ist so. Und es werden aber auch Sachen, die in anderen Ländern braucht, die auch in der Schweiz zertifiziert. Es gibt ja, glaube ich, in Thun oder wo, gibt es eine grosse Zertifizierungsstelle. Ja, genau. Und die Länder müssen einfach das machen, wo sie ihre Sachen zertifizieren lassen und ob man die Gegenpartei, Gegenseiten akzeptiert. Und heute ist es in der EU und in der Schweiz so, dass man Gegenseiten akzeptiert. Und das kann nachher immer noch so sein. Man ist ja nicht gezwungen, das nicht mehr akzeptieren. Gibt es irgendeinen Grund, der darauf hinweist, dass es nachher nicht mehr so ist? Nein. Das ist richtig doof. Ich glaube nochmal, das ist eine Drohkulisse, wo man da versucht, den Bürgerinnen und Bürgern Angst zu machen. Weil sie haben gemerkt, es gibt Probleme mit dieser Zuwanderung. Die merken wir jeden Tag auf den Strassen, im Zug. Dort, wo noch vor kurzem eine grüne Wiese war, ist jetzt alles überbaut. In den Sozialwerken gibt es grosse Probleme. Und jetzt hat die Gegnerschaft einfach gemerkt, man will da drohen. Und das macht man jetzt über die bilateralen Eis. Zuerst noch mal eine allgemeine Frage. Ist denn eigentlich die Personenfreizügigkeit innerhalb der EU völlig unbestritten? Also jeder EU-Staat tut das vollumfänglich einhalten, was da mit der Personenfreizügigkeit geht. Und ist nicht das geringste Problem innerhalb der EU, nicht der geringste Zweifel, die geringste Kritik an dieser Personenfreizügigkeit? Nein, sie ist sehr wohl umstritten. Sie ist sehr umstritten. Ich meine, England ist austreten, ja. Oder? Frankreich hat auch gesagt, sie wollen es wieder einführen. Und also dann, was wollen sie wieder einführen? Eine Personenkontrolle. Ja. Oder Personenkontrolle. Mhm. Und wir müssen darauf warten, die 1,5 oder 2,5 Millionen Zuwanderer in Deutschland, die werden eines Tages über Stimmenlack kommen, auch in die Schweiz kommen. Und, oder nach Frankreich gehen. Oder woher. Und da wehren sich die natürlich sehr stark. Und wenn man schaut, die Visegrad-Staaten, die denken freie Zuwanderung. Was das ist, die Visegrad-Staaten. Ja, die Visegrad-Staaten sind 4 osteuropäische Länder. Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen vielleicht, ich bin nicht ganz sicher. Die haben in Visegrad abgemacht, dass sie gewisse Interessen zusammen vertreten. Und ein Interesse ist, sie sagen, wir möchten keine Immigration haben von außerhalb der EU. Das ist klar im Widerspruch zu der Personenfreiheit. Das ist ganz klar im Widerspruch zu der Personenfreiheit. Also mit anderen Worten, wenn es jetzt um Nachverhandlungen geht, innerhalb von der Europäischen zwischen der Schweiz und der, dann hat es Staatenverständnis. Man könnte mal mit diesen Staaten reden. Ja, ja. Ja. Mhm. Also ich glaube eben, innerhalb von der Europäischen Union ist die Personenfreizügigkeit in den nächsten Jahren, es wird sich zuspitzen. Die Arbeitslosigkeit ist jetzt aufgrund von Corona stark am steigen. Und man sieht ja noch ein anderes Problem, das man auch noch thematisieren muss. Länder, vor allem im Osten, die haben eine massive Abwanderung. Die haben durch das grosse Problem. Also die haben eine Abwanderung von ihren quasi willigen Fachkräften, die Richtung Westen gehen. Und die haben dort schrumpft die Bevölkerung. Die haben durch das grosse wirtschaftliche Problem. Und ich finde, gerade Leute, die denken, auch mal ein bisschen sozial denken, müssen sagen, es kann ja nicht sein, dass wir von Seite des Westen richtige Sogwirkung machen und alle Leute dort wegnehmen. Ich mag mich erinnern an ein Gespräch, das ich mal in Bulgarien führen konnte, zufälligerweise. Wo einer gesagt hat, ich gehe lieber in Deutschland, als dass wir da krampfen müssen, bis wir so weit sind wie Deutschland. Dort verdiene ich sofort mehr und da nicht. Ist das, ich meine, ist das eine Einzelstimme oder ist das etwas, das verbreitet in Osteuropa vorherrscht? Das ist ein ganz normales Verhalten der Leute. Sie hätten schon gern, dass das Heimatland schnell da oben wäre. Aber wenn sie in der Zwischenzeit oder das Land aufsteigen können, ich weiß nicht, 50.000 Euro oder Franken mehr verdienen pro Jahr. Und das ist ja so. Es geht um solche Dimensionen.
da wandert halt viele Leute aus. Das ist begrifflich. Wie geht es denn eigentlich der Europäischen Union im Zusammenhang, in Bezug auf die weltwirtschaftliche Entwicklung? Also, Sie haben vorher gesagt, der Handel mit der EU nimmt relativ ab. Also, es war so, bevor die bilateralen Verträge abgeschlossen wurden, sind etwa 2/3 von allem Handel ist mit der EU stattgefunden. Jetzt ist es noch etwas mehr als die Hälfte. Also, weniger als die Hälfte. England draussen ist. Ja, ja, dann ist ja. Es noch weniger. Ja, ja. Also, es ist deutlich weniger. Ich meine, prozentual, nicht nominal. Nicht? Also, das heisst, mit Ländern außerhalb der EU haben wir viel stärkeres Handelswachstum als gegenüber der Europäischen Union. Also, ist denn die Europäische Union wirtschaftlich überhaupt noch attraktiv oder ist die eher im Krebsgang? Was findet denn da statt? Ich glaube, die Europäische Union hat viele Länder ein grosses Problem, grosse Schwierigkeiten. Und man sieht jetzt, wo das natürlich herführt, als mit dieser Zentralisierung in Brüssel. Ein kleines Beispiel war ja jetzt, mit dünkt, es wäre die Corona-Krise gewesen, wo ja Brüssel eigentlich entscheiden musste, wie kann man die Unternehmen mit Krediten unterstützen. Die Schweiz hat ja da relativ unbürokratisch, sehr rasch gehandelt. Man hat ein Programm aufgestellt. Und dann hat sogar der Bundeskanzler Kurz hat ja dann im Nachgang gesagt, die Schweiz hat das viel besser gemacht und die Schweiz hat auch können unbürokratisch helfen, weil sie nicht in der Europäischen Union ist und weil sie eben hat können rasch handeln. Und wenn alles muss über Brüssel kehren und bis dann da alle Länder einverstanden sind. Die Schweiz hätte das Programm nicht durchsetzen dürfen, wenn wir Teil von der EU wären. Wir können flexibel handeln. Mhm. Die EU hat es nicht dürfen. Mhm. Also, es hat mich noch gewundert, dass die EU nicht reklamiert hat. Dass sie sagen, das sei eine unfaire Vorteilgebung an die Schweizer Unternehmungen. Eigentlich hätte das die EU müssen verbieten aus Binnenmarktsicht. Die EU ist ja, wo die Corona ausbrach, gemerkt, oder? Ist sie sowieso ein bisschen sprachlos gewesen. Ja, ja. Aber jetzt befassen wir uns jetzt doch wahrscheinlich mit dem drängendsten Problem, das auf uns zukommt. Ich glaube, das ist für die Schweiz eine Tatsache und es ist insbesondere für manches EU-Land eine Tatsache. Wir werden in nächster Zeit, in den nächsten paar Jahren, mit viel grösserer Arbeitslosigkeit konfrontiert sein, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also, die Personenfreizügigkeit auf dem Hintergrund, dass die Arbeitslosigkeit in Europa zunimmt, da muss man ja wahrscheinlich die Situation neu beurteilen. Was ist Ihre Beurteilung zu dieser Entwicklung? Vielleicht Sie zuerst, Herr Janssen. Jetzt, wo die Corona-Krise da ist, zuerst mal Amerika. Da ist in Amerika die Arbeitslosenquote sofort auf 25% hoch. Und dann hat man gedacht, sie bleiben so da oben. Sie hat sich aber nachher, glaube ich, ein oder zwei Monate später hat sie sich ungefähr halbiert, ungefähr auf 13% runter. In der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit auf 3,4 oder so viel Prozent. Aber wir haben ungefähr ein Drittel oder 30% von allen Leuten, die auf Kurzarbeit sind, die Leute arbeiten auch nicht. Also wenn wir gleich messen würden wie die Amerikaner, wären wir bei 35% Arbeitslosigkeit. Und das gleiche Problem haben wir in der EU. Die EU hat einen grösseren Sockel an Arbeitslosigkeit, sagen wir 7, 8, teilweise Länder 10, 12%. Im Süden haben sie noch viel mehr. Und darauf oben kommt jetzt die gleiche zusätzliche Arbeitslosigkeit. Also wir werden sicher ein Problem haben, in den nächsten Jahren die Arbeitslosigkeit wieder runterzubringen. Also man kann sagen, man ist für den Moment, wo es passiert ist, ist man besser abgefedert gewesen mit dem Kurzarbeitssystem. Aber wie die lange einzelnen Mitarbeiter sind besser abgefedert, ja. Aber alle haben keinen Anreiz, eine neue Stelle zu suchen. Man hat eine Art die Wirtschaft eingefroren und denkt, ja, das geht nachher am gleichen Ort weit, wo wir aufgehört haben. Aber das ist ein totaler Irrtum. Die Amerikaner werden ganz rasch aus dieser Krise rauskommen. Die werden so wieder ansteigen. Und wir werden ganz lang, wenn sie ja Kurzarbeit verlängern, bis im September 21, oder? So lange werden die Leute nicht viel Anreiz haben, neue Stellen zu suchen. Oder Firmen neue Produktionsverfahren anzufangen. Sie haben ja alle Geld über. Sie haben den Druck nicht. Wie
Wie beurteilt man das jetzt aus der Politik? Also ich meine, das sind natürlich dramatische Dimensionen, auch in finanzieller Natur. Wenn also so und so viele Leute durchgehalten werden, die gar nicht arbeiten, aber sie haben einen grossen Prozentsatz von ihrem Lohn trotzdem und der Staat steht dahinter. Ich glaube, man muss noch mal sehen, am Anfang von dem Lockdown, wo ja der Bundesrat verschiedene Wirtschaftszweige eigentlich faktisch lahmgelegt hat. Wir waren ja selber betroffen gewesen. Als Restaurantbetrieb haben wir müssen 2 Monate das Restaurant zu haben. Ich glaube, in dieser Situation ist es von mir aus gesehen wichtig gewesen, dass man das Instrument von der Kurzarbeit hat und auch Unterstützung. Aber ich habe ja immer darauf gedrängt, dass man sofort wieder lockert, weil wir können ja allzu lange kann man das nicht durchhalten. Und jetzt hat der Bundesrat all die Gelder noch mal verlängert, sicher bis Mitte September 2020, also auch die EO-Gelder. Und mit dem tut er natürlich einen massiven künstlichen Eingriff machen in den Arbeitsmarkt. Man tut die Arbeitslosigkeit tief halten und der Staat tut jetzt eigentlich relativ viel finanzieren. Und ich war der Meinung, man sollte eben möglichst rasch alles wieder lockern, damit die Leute arbeiten. Und man sollte den Leuten auch wieder Anreize geben, dass sie selber arbeiten, dass sie selber auf den Beinen stehen können. Schwierig war es ja im Moment noch für die sogenannten Schausteller, also all die Messen, all das, was abgesagt wurde. Ich hätte mich noch damit einverstanden erklären, dass man schaut, dass man die, die eben wirklich noch nicht arbeiten können. Aber im Moment kommen ja eigentlich alle, man kann sagen, die indirekt betroffen sind. Und ich glaube, da muss man schauen, dass man möglichst rasch die Wirtschaft wieder in Gang bringen kann. Man muss die staatliche Unterstützung runterfahren. Weil was ich wirklich in Bern, da hat es mich ein bisschen schockiert. Wir reden ja nur noch von Milliarden, die ausgegeben werden. Und man hat manchmal so das Gefühl, das sei das Geld von Ueli Maurer. Aber das ist ja nicht das Geld von Ueli Maurer, sondern das ist das Geld von uns allen, das irgendwann wieder erwirtschaftet werden muss. Und vor allem von den nächsten Generationen. Man tut den nächsten Generationen dann einen unheimlich grossen Schuldenberg jetzt, übergeben, den man innerhalb von wenigen Wochen, Monaten angehäuft hat. Und es wird da auch so eine Selbstbedienungsmentalität eigentlich jetzt geschaffen, die auch ganz schlecht ist, weil es sollte ja sein, dass die arbeiten, die sich anstrengen, die sollen belohnt werden. Und im Moment sind wir gerade auf dem Weg dazu, dass eigentlich eher die Faulen, die werden belohnt. Und das ist von mir aus der komplett falsche Weg. Jetzt gibt es ja Branchen, zum Beispiel die Reisebranche, die jetzt schon Entlassungen ausspricht. Also wo trotz der Kurzarbeitsmöglichkeit, die besteht, jetzt schon sagt, es ist überhaupt keine Aussicht, dass wir die gleiche Arbeit, also die gleiche Anzahl Personen bei uns können beschäftigen in absehbarer Zukunft, als wir hatten vor der Corona-Zeit. Also trotz der Hilfe vom Staat, oder, zeichnet sich da schon einiges ab. Sind das einfach solche, die vielleicht ein bisschen früher noch reicher haben, dass man jetzt etwas anderes, dass man sich neu orientieren muss? Oder, wie ist das einzuschätzen? Ich meine, in der Schweiz hat man den Eindruck, man hat noch nicht richtig erfasst, was sich da in der Wirtschaft tut. Man hört zwar, dass bei der exportorientierten Wirtschaft sind die Aufträge massiv zurückgegangen. Man hat grosse Bedenken, was mit der Autoindustrie in Deutschland passiert, wo natürlich enorm viele Zuliefererbetriebe in der Schweiz sind. Also, wie ist die gesamtwirtschaftliche Situation jetzt einzuschätzen? Und was bedeutet die wirtschaftliche Situation im Blick auf Personenfreizügigkeit? Es ist schwierig zu sagen, wo wir heute wirklich stehen. Die ausgewiesene Arbeitslosigkeit, habe ich gesagt vorhin, ist ungefähr bei 3,4%. Aber wir haben ungefähr 1 Million Leute, die in der Arbeitslosigkeit sind. Sind ungefähr in der Kurzarbeit. Das ist ungefähr 20%. Die Leute arbeiten alle nicht, oder, im Moment. Die sind nicht Kurzarbeit, die Leute arbeiten im Allgemeinen nicht. Oder? Das heisst, wir haben total ungefähr knapp 25%. Und die Frage ist, was wird jetzt im nächsten Jahr passieren? In diesem Jahr wird das nicht weggehen, die Kurzarbeitslosigkeit, oder? Bin ich überzeugt. Die wird vielleicht ein bisschen zurückgehen, aber nicht wirklich stark. Mhm. Im nächsten Jahr kommen die Firmen vielleicht auf die Idee, dass sie den Laden zumachen sollten, wie jetzt eben die Reisebranche. Die haben einfach gar keine Einnahmen mehr.
Die können nicht einmal mehr die 20% anderen Kosten, die sie vielleicht noch anfallen, vom Lohn oder woher, können die zahlen. Darum müssen sie heute schon zumachen. Wie sieht es denn in den Nachbarländern aus? Also ich meine jetzt in den EU-Ländern. Also dort sind Leute in der gleichen Situation oder in der schlimmeren Situation. Haben die einen Anreiz, in die Schweiz zu kommen? Also ist das eine echte Konkurrenz für Schweizer? Ich meine, sie sagen, sie müssten jetzt schon intensiver eine neue Stelle suchen. Das Problem haben sie sicher in der EU genau gleich. Oder? Das ist, die Schweiz ist mehr ein exportorientiertes Land, wie die EU, die mehr Binnenmärkte hat. Aber das Problem ist an sich gleich. Wir haben weniger Arbeitslosigkeit wie sie. Bei ihnen wird das wirtschaftliche Wachstum stärker zurückgehen. Wir reden von Frankreich, hier sind 12 oder 13% werden die Bruttosozialprodukte rückgegangen, also Einkommensrückgang, Volkseinkommensrückgang in diesem Jahr. Bei uns reden wir vielleicht von 7%. Also die 5%, die wir besser dastehen, hat eine grosse Sorgwirkung auf Leute, die eine Stelle suchen, die wissen, ich muss etwas ändern in meinem Leben. Wir haben ja jetzt schon eine bedeutende Anzahl Arbeitskräfte aus der EU. Wie steht es eigentlich mit der Arbeitslosigkeit von denen? Sind die in der Schweiz, also von der Arbeitslosigkeit in der Schweiz, sind die Einwanderer aus der EU stärker betroffen als angestammte Schweizer? Oder haben die, können die sich eher am Arbeitsplatz heben? Sie sind massiv überdurchschnittlich betroffen. Also die Arbeitslosigkeit unter den Ausländern ist viel höher. Teilweise bis jetzt doppelte und ganz speziell hoch ist sie. Und das finde ich auch sehr erschreckend, ist bei Rumänien und Bulgarien. Und man darf nicht, muss noch mal zurückdenken, mit diesen beiden Ländern, Rumänien und Bulgarien, haben wir erst seit etwas mehr als einem Jahr, seit dem Juli 2019, die freie Personenfreizügigkeit. Und wir haben immer gesagt, was wird passieren. Da gibt es eine massive Sogwirkung. Die kommen in die Schweiz und viele von denen arbeiten nur kurz. Und wir haben bereits jetzt dort eine Arbeitslosigkeit von 11%. Und es ist klar steigend. Und das zeigt ja, es ist auch überdurchschnittlich steigend bei all diesen Nationalitäten. Die kommen in die Schweiz, arbeiten hier kurz und dann irgendwann landen sie in der Sozialhilfe und in der Arbeitslosigkeit. Ist es zutreffend oder ist es Polemik, wenn der Satz fällt, man kann in der Schweiz in die Arbeitslosigkeit einwandern? Ja, man kann in die Arbeitslosigkeit einwandern. Man muss eigentlich praktisch nur einen Tag in der Schweiz gearbeitet haben, wenn man vorher in einem Land von der Europäischen Union dort arbeitstätig war und dort Sozialversicherungsbeiträge gezahlt hat. Dann kann man in die Schweiz kommen und da gibt es ja viele, auch so Scheinfirmen. Dann hat irgendeiner eine Firma, holt Landsleute nach und tut die auch relativ gleich dann wieder auf die Straße stellen. Und da gibt es durch das richtig gehenden Tourismus. Und was wir auch feststellen, dass die viele von diesen Eingewanderten relativ rasch einen sehr guten Überblick haben über das Schweizer Sozialversicherungssystem, das wir auch gar nicht haben, weil wir den ganzen Tag arbeiten und uns auch nicht von diesen Sozialsystemen abhängig machen. Aber so ein gutes Sozialsystem wie die Schweiz hat kein anderes Land. Wäre mir nicht bekannt, dass irgendein Land, dass man es so gut hat. Und dann ist es einfach der Anreiz relativ hoch. Was sagen denn da? Ist es wirklich nur ein Tag, um da muss arbeiten in der Schweiz? Wenn man mal im Ausland eingezahlt hat? Ja, wenn man im Ausland eingezahlt hat und nachher in die Schweiz kommt. Ja, lange das. Das ist natürlich anders, wenn man noch vorher nicht im Ausland eingezahlt hat. Dann muss man ein halbes Jahr. Aber wenn man eingewandert ist, wenn man vorher eingezahlt hat, dann ist ja jetzt kommt auch noch der Druck auch bei den Grenzgängern. Da wollen ja jetzt die umliegenden Länder, dass wenn die Grenzgänger, dass dann die auch noch unter das Schweizer Regime fallen, dass die dann nicht in den jeweiligen Ländern arbeitslos werden. Also, da macht ja die EU überall Druck. Und faktisch macht die EU halt einfach wirklich Druck. Und da bin ich überzeugt, jetzt geht England als grosser Nettozahler geht weg. Es wird immer weniger, die noch zahlen in der Europäischen Union, namentlich Deutschland. Der Druck wird viel grösser. Und so wird jetzt auch der Druck grösser. Und darum sagt man, jetzt soll die Schweiz noch mehr als die Kohäsionsmilliarden zahlen. Ja. Und man will doch einfach die Milchkuh Schweiz, denkt man, die kann jetzt Corona, wir müssen etwas an die Corona-Kredite zahlen, wo die EU verteilt, ist ja die Forderung. Also die Geschichte mit dem einen Tag, da habe ich eine persönliche Erinnerung, die ich schon fast erzählen muss. Ich war seinerzeit in dieser Spezialkommission, die für
der Personenfreizügigkeitsvertrag gemacht worden ist und ich habe dort müssen, also das ist mir einfach zuteilt gewesen, die Sozialversicherungsfragen speziell anschauen. Das ist ja ein ungeheuer umfangreicher Vertrag gewesen. Und dort habe ich darauf hingewiesen, selber. Es sei so. Der Bundesrat hat es bestritten. Ich habe bis zum Schluss immer gesagt, ihr täuscht euch. Es ist ja so. Es ist ein paar Jahre gegangen. Der Herr Bundesrat Schneider-Ammann war es dann, Jahre später, der gesagt hat, das hätte man in der Schweiz unterschätzt. Es sei tatsächlich so, dass mit nach einem Tag, nein, wenn man klar. Also im Ausland, im EU-Ausland sozial. Da kann man zwei Jahre in der Arbeitslosigkeit sein. Ja, nachher ist man ausgesteuert. Da kann man nicht, also, ja, wenn man ausgesteuert ist, kann man nicht Sozialversicherung. Und nein, dann muss man heim, wenn man ausgesteuert ist, oder? Ja, aber dann kommt, da kommen wir ja jetzt zu anderen Problemen über. Jetzt hast du mal gesagt, bei der Ausschaffungsinitiative, da erinnert man sich vielleicht noch daran, dann ist ja die Umsetzung vom Parlament auch nicht wie der Volkswille gewesen. Man hat Durchsetzungsinitiative gemacht, dann hat man gesagt, man hat das alles. Es gibt eine pfefferscharfe Umsetzung. Und jetzt, vor kurzem haben sie ja publiziert, und fast 50% werden nicht ausgewiesen, sind Härtefälle und die meisten sind innerhalb der Europäer, wo man sagt, wo man auch wegen dem Freizügigkeitsabkommen nicht ausweisen kann. Und allein das zeigt mir einfach, dass Freizügigkeitsabkommen, das hat nur negative Folgen auf die Schweiz. Dass man schwerst Kriminelle nicht einmal ausweisen kann, finde ich unglaublich. Jetzt, wenn wir noch einen anderen Aspekt kurz ansprechen, der natürlich auch mit Wirtschaft zu tun hat. Es ist ja fast ein Luxus, wenn wir am Abend im Haus der Freiheit da, eine Sendung machen oder aufzeichnen und im Abendverkehr von Zürich oder aus der Region Zürich da ins Toggenburg fahren. Ich meine, was auf der Straße abgeht, was im ja, überhaupt abgeht in der Besiedlung vom Land und so weiter. Also, grüne Probleme stellen sich doch mit dieser Zuwanderung, die wir hier haben. Was ist mit den Grünen in Bezug auf die Zuwanderung und auf die unbegrenzte Zuwanderung, die man ja mit der Ablehnung von der Initiative würde befördern? Ich möchte vielleicht noch einen Schritt ausholen. Man sagt ja immer, die Linke, das ist Staatsgläubige, die kritisieren Gewinne für die Privaten, Verluste für die Gemeinschaft. Mhm. Oder? Das wird immer kritisiert. Und das ist richtig, dass das kritisiert wird. Aber das ist ganz exemplarisch passiert, dass da mit der Zuwanderung. Inwiefern? Jeder Unternehmer kann aus 500 Millionen Leuten Arbeitnehmer kommen lassen und profitiert da, weil die teilweise einen tieferen Lohn haben als in der Schweiz und Ähnliches. Hat Vorteile. Darum passiert es ja auch. Kosten von dem, Nutzung vom Strassenverkehr, Nutzung vom ÖV, Nutzung von der Schule, Nutzung von den Spitälern, Nutzung von den Grünflächen, all das trägt ja nicht der Arbeitgeber, der diesen Vorteil hat. Trägt die Allgemeinheit. Das ist ein ganz extremes Beispiel von Privatisieren von Gewinn und Sozialisieren von der Verlust. Und die Grünen merken das nicht. Die merken das schon, aber die haben alle ein grosses Ziel, die möchten alle in die EU. Jetzt hat man ja im Blick auf die Befürchtungen, die man hat mit der Zuwanderung und so, jetzt schafft man ja da die sogenannte Übergangsrente, dass also ältere, vor allem auch ältere Schweizer, die entlassen werden und durch billigere Ausländer ersetzt werden, dass die eine spezielle Rente bekommen, damit es nicht so hart ist für sie, wenn sie frühzeitig ausscheiden müssen. Das wird als die Patentlösung jetzt präsentiert. Das ist nur so ein Beispiel, was passiert, wenn man die Vorteile, die der Unternehmer bekommt, kann auf die Allgemeinheit überladen. Genau ein Beispiel. Also das ist ja faktisch eine Entlassungsrente. Man tut nämlich da jetzt Anreize schaffen für Unternehmen, dass sie ältere Mitarbeitende, die auch teurer sind und aber auch viel mehr Erfahrung mitbringen, dass man die kann eigentlich in das Sozialsystem abschieben, dass man kein schlechtes Gewissen muss haben, sondern dass sie dann zuerst in der Arbeitslosigkeit und dann kommen sie die Renten über und dann kommen sie dann die AHV über. Es ist ja faktisch ist es ja eine Senkung vom Rentenalter, die man da machen kann. Und die
Neue Rente ist ja nur gemacht worden wegen unserer Begrenzungsinitiative, weil der Bundesrat auch gemerkt hat, das ist ein Problem auf dem Arbeitsmarkt. Leute über 55, wenn sie entlassen werden, haben es schwierig. Sie werden, es gibt sehr viele Beispiele, wo Leute dann eben durch junge EU-Arbeitnehmer ersetzt werden. Und darum hat man gesehen, jetzt machen wir ruckzuck ein neues Sozialwerk. Das ist ja unglaublich. Das hat man ja im schnellsten Tempo jetzt durch das Parlament gepaukt. Und das musste gehauen oder gestochen durchgehen. Man hat es dann noch etwas abgeschwächt in der Version, die der Bundesrat ursprünglich wollte. Aber es ist ein völlig falsches Bild dahinter. Und ich bin sehr froh, dass man da jetzt das Referendum ergriffen hat und auch am Unterschriften sammeln ist gegen die Entlassungsrente. Und ich hoffe, dass da auch viele Leute unterschreiben. Wir sind wieder zurück bei der Arbeitslosigkeit. Was soll denn die Schweiz machen, um die drohende Arbeitslosigkeit, allenfalls sogar Massenarbeitslosigkeit, wie soll man dem begegnen? Jeder Schweizer, ob er Unternehmer ist oder Unternehmer wird, muss ein Unternehmer sein. Muss etwas anfangen, muss Stellen schaffen. Das ist das Allerwichtigste. Die Unternehmer sind die, die das machen, dass es wieder aufwärts geht. Das sind nicht die Angestellten, die Angestellte bleiben möchten. Also, jetzt sind wir wieder bei der Wirtschaft. Also die Wirtschaft, wo die Wirtschaftsverbände sagen, die geschlossene Wirtschaft steht hinter dem Standpunkt von der Economie Suisse. Die, das stimmt nicht. Also, Herr Schlüer, das stimmt also überhaupt nicht. Also ich sage nicht ich, das sagt die Economie Suisse. Ja, sie sagen, die Wirtschaft sei geschlossen dahinter. Nein, das ist also erst nicht einmal alle unter Grossunternehmen sind dafür. Versicherungen sind zum Beispiel nicht einfach geschlossen hinter dem... Herr Janssen, sagen Sie mal, was ist der Unterschied zwischen einem Manager und einem Unternehmer? Sie haben vorher von dem Manager geredet, jetzt reden Sie von dem Unternehmer. Nein, ich habe vorher von dem Unternehmer geredet, jetzt rede ich von dem Manager. Ja gut, oder? Also... Mhm. Was ist der Unterschied? Der Unternehmer ist der, der eine Firma gegründet hat. Er ist der, der mit seinem Kapital ein Wagnis eingeht. Das ist der, der, wie man sagt, Skin in the Game hat. Der, der verlieren kann. Das ist der Unternehmer. Und der hat Anreiz, etwas Sinnvolles zu machen. Der Unternehmer, der ist ein Angestellter. Ein verantwortungsvoller Angestellter. Vielleicht ein Top-Angestellter. Aber das sind nicht die, die viel Geld verlieren, wenn die Firma untergeht, wenn es schlechter geht. Also das ist der Manager jetzt? Das ist der Manager, ja. Das ist der Unterschied. Ja. Das ist der Unterschied. Und Manager, die stehen, also die sind, die bekämpfen die Initiative. Die Manager von den grossen Konzernen bekämpfen die Initiative. Es gibt auch in den kleinen Firmen Manager, die Firma führen. Wenn der Eigentümer nicht... der Hauptmanager ist, oder? Also dort kommt das vor. Aber die sind nicht einfach alle generell dafür. Es gibt Gemeinden in der Schweiz, wo ziemlich unüberhörbar die Alarmglocke läutet und sagen, es kommen enorme Lasten in Bezug auf Sozial, also insbesondere Sozialhilfe, auf uns zu. Sozialhilfe zahlt ja in erster Linie die Gemeinde. Hat das einen reellen Grund oder sind das zufällig Getroffene von irgendwelchen ungünstigen Entwicklungen? Ist das eine allgemeine Tendenz? Müssen wir da in Zeiten, wo weniger Geld wird rum sein, mit höherer Belastung rechnen? Und hat das einen Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit? Also das hat einen sehr grossen Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit. Eben, wir haben gesagt, die Leute können Tag arbeiten, können in die Schweiz kommen, können vom vollen Programm von unserem Sozialsystem profitieren. Und unser Sozialsystem ist so aufgebaut, dass es zuerst eben die Arbeitslosenversicherung gibt. Und wenn man dort rausgeht, dann kommt man ja in die Sozialhilfe. Und die Gemeinden, die sind darum auch noch sehr stark werden jetzt dann gefordert sein, weil all die Flüchtlinge, die im Jahr 2015 in die Schweiz gekommen sind. Die ersten Jahre hat der Bund die Kosten übernommen. Und jetzt wird es dann... Die ersten sieben Jahre. Und jetzt kommen dann die auf die Gemeinden. Und da gibt es natürlich auch massive Kosten, weil sehr wenig von denen arbeiten. Und darum werden da grosse Kosten auf uns kommen. Ich möchte einfach nur noch mal kurz noch den Punkt aufnehmen. Ich glaube, wir sollten uns wieder besinnen, jetzt auch in dieser Krise, was hat eigentlich die Schweiz stark gemacht. Und das sind eben Eigenverantwortung, das sind die Stärken, dass man Unternehmer hatte, innovative Unternehmer,
die man in der Schweiz immer hatte. Darum ist man so stark geworden. Aber auch Unternehmer, die sich verantwortlich gefühlt haben für die Mitarbeiter. Und was uns auch stark gemacht hat, das ist eben die Unabhängigkeit, das Übersichtliche. Man will in einem gewissen, in einem Kreis, wo man Übersicht hat, tut man steuern. Und das hat man ja jetzt mit dieser Personenfreizügigkeit völlig verloren. Man hat den Blick geöffnet. Also, es ist nur unübersichtlich, aber wenn der Schweizer Arbeitsmarkt wieder übersichtlich ist, dass man selber sagen kann, wer in das Land kommt, ich bin überzeugt, auf diesen Stärken müssen wir bauen. Und das wird uns auch wieder den Wohlstand weiterentwickeln, als wir jetzt haben, und wird uns nicht aus der Arbeitslosigkeit wieder herausführen. Ein Punkt, zusammen. Ich glaube, wir müssen die Chance haben, so sein dürfen, wie wir möchten sein. Wir müssen dürfen anders sein. Weil nur wenn man anders ist auf dieser Welt, hat man einen Erfolg, etwas können wirklich zu einem guten Preis verkaufen. Wenn wir genau das Gleiche anbieten und gleich gemacht haben in die ganze EU, dann wird es uns nicht besser gehen als der EU. Und der EU geht es im Vergleich zu uns miserabel. Und wenn wir die EU da reinkommen lassen, wird es mit uns nicht aufgehen, mit uns wird es runtergehen. Also, wir können entscheiden, wenn wir einen Opsi-Kurs steuern oder wenn wir einen Nivellierungskurs steuern. Das wäre dann, wie Sie sagen, ein Kurs abwärts. Wir haben jetzt hier diskutiert. Wir kommen langsam ans Ende. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, die zweite Ausstrahlung von dieser Sendung sehen Sie am kommenden Sonntag, am Nachmittag um 3 auf Schweiz 5. Wir machen ja die Sendungen zusammen mit Schweiz 5. Auf www.schweizerzeit.ch können Sie die Sendung anschauen ab nächsten Montag, am 3. August. Das Thema Begrenzungsinitiative, das wird uns weiter beschäftigen. Sie wissen, jeden Freitag vom 9. bis am 10. haben Sie die Schweizer Zeit in Ihrer Stube zu Gast mit einem Diskussionsthema. Wir haben jetzt Durst bekommen und der Wirt vom Haus tut den Durst bei uns jetzt löschen und gibt selbstverständlich einen Schlusskommentar. Dem haben wir dann nachher nichts mehr beizufügen. Ja, zum Wohl miteinander. Zum Wohl. Geschätzte Teilnehmer. Nehmt ruhig einen Schluck, ihr habt es verdient. Ja, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Schweiz ist nicht Mitglied der Europäischen Union und darum haben wir ja Entscheidungsbefugnisse über Fragen, die innerhalb der Mitgliedstaaten der EU gar keine Fragen mehr sind, weil sie Kompetenzen an Brüssel übertragen haben. Und die Schweiz hat eine Volksabstimmung erlebt, 2014. Da hat man gesagt, wir wollen die Zuwanderung in die Schweiz wieder selber steuern. Das ist ein Volksentscheid. Volk und Stand, Kantone, haben in der Mehrheit entschieden, wir wollen wieder selber das Ruder an die Hand nehmen. Was halt in unserer Demokratie nicht klappt, ist das, dass man Volksentscheid nicht immer respektiert und nur dann umsetzt, wenn es einem passt. Und Bundesbern hat bei der Massenzuwanderungsinitiative einfach nicht umgesetzt, was das Volk entschieden hat. Und es gibt einen grossen Grund, der dem im Weg steht. Und das ist Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union. Wie sie jetzt besteht, so kann der Vertrag nicht weiter bestehen. Es ist nämlich immer ein Grund, warum man jetzt hier wieder bei der Zuwanderung nicht einen Riegel schieben kann oder warum man beispielsweise die Zuwanderung halt nicht selber dürfen beschränken. Man hat uns hier gesagt, in der Schweiz, und auch von der Europäischen Union. Kontingent und Höchstzahlen sind nicht möglich. 1992 hat es eine Abstimmung gegeben, einen Nachbarstaat von der Schweiz, das Fürstentum Liechtenstein, viel kleiner und eigentlich harmloser als die Schweiz, wenn man es jetzt wirtschaftlich betrachtet. Und was hat das Fürstentum Liechtenstein in harten Verhandlungen mit der Europäischen Union herausgebracht? Kontingent und Höchstzahlen. Und das als EWR-Mitgliedsland. Muss doch uns niemand erzählen, das gäbe es nicht. Das, was wir wollen, ist, die Zuwanderung in die Schweiz selber steuern,
Das Fürstentum Liechtenstein lässt ein paar Dutzend Leute pro Jahr ins Land. Und was darüber ist, kann nicht Wohnsitz nehmen im Fürstentum. Ich weiss von etwa 5'500 Leuten, die im Kanton St. Gallen wohnen, die jeden Tag ins Fürstentum gehen, arbeiten, weil sie keine Zuwanderungsbewilligung bekommen in der Europäischen oder ins Fürstentum Liechtenstein, und das, obwohl sie europäische Bürger sind. Also mit anderen Worten, wenn es nicht gehen soll, dass wir die Freizügigkeit anders verhandeln können, dann müssten wir sie halt aufgeben und dann tun wir halt einfach für den schweizerischen Arbeitsmarkt die Leute rekrutieren. Übrigens hat es die Zeiten auch schon gegeben, die wir brauchen. Und so funktioniert es und nicht anders. Aber jetzt, wo schon mehr Leute aus der Europäischen Union zuwandern, jedes Jahr in die Schweiz, die nicht im Arbeitsmarkt landet, so kann es nicht weitergehen. Und da hat das Schweizer Volk jetzt Schicksal in der eigenen Hand. Und wenn jetzt die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung nicht merkt, was geschlagen hat, dann muss in 20 Jahren niemand maulen, als dass es die Schweiz, so wie wir sie noch kennt, nicht mehr gibt. Das ist eine entscheidende Abstimmung. Und für das ist diese Sendung hier sehr wertvoll. Ich danke der Schweizer Zeit, dass sie ab und zu hier im Haus der Freiheit im Toggenburg in einer Kappel vorbeischauen, weil das ist noch ein Ort, wo das Wort noch gesagt werden darf und niemand zensuriert. Prost! Zum Wohl!